Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie im Namen der Zentralvereinigung herzlich willkommen heißen bei der ersten Ausgabe von Sprechen über Architektur im Wintersemester 2016-17, das zugleich der Auftakt für unser Jubiläumsjahr 2017 ist, in dem wir 110 Jahre ZV und 50 Jahre Bauherrenpreis begehen. Die Maria Aubeck hat mich so irritiert, dass ich da irgendwie gleich in den Zahlen höher gegangen bin. So, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei der Firma Bene bedanken für die langjährige Treue als Förderer unseres Vereins und Gastgeberin der Vortragsreihe, insbesondere bei Markus Eibelmeier und bei Ingrid Hoffmann, die uns stets mit so viel Umsicht und Charme bewirtet und jetzt auch noch das Bene-Lager geräumt hat, damit noch ein bisschen mehr Menschen sitzen können. Und es gibt hier auch noch ein Ausstellungsmöbel, eine Bank, wo Sie auch noch bequem sitzen können und vielleicht nicht frontal auf die Leinwand sehen, aber besser hören und doch etwas sehen, denke ich. Also wer noch sitzen möchte, bitte einfach nach vorn zu kommen. Ja, vielen Dank auch an Markus Wittmann, dass er auch heuer wieder für den guten Ton in technischer Hinsicht sorgt, und ein Dankeschön an Architektur aktuell für die mediale Begleitung unserer Veranstaltungen. Ja, und ganz besonders freuen wir uns, dass jenes Architekturbüro, das derzeit an der Verbesserung des wichtigsten Hauses des Landes arbeitet, bereit war, den Auftakt zu bestreiten. Christian Jabonek und Andra Spalfi, beide Absolventen der TU Wien, führen seit 1988 ihr gemeinsames Büro in Wien. Ihr derzeit wichtigstes und größtes Projekt ist die Generalplanung der umfassenden Sanierung des österreichischen Parlamentsgebäudes, wie Sie alle wissen, mit der Sie mit dem Wettbewerbsgewinn 2014 allerdings kein für Sie unvertrautes Feld betraten. 2020 wird der Umbau abgeschlossen sein. Das Bauen im Bestand ist mit zahlreichen Umbauten, Ergänzungen, Erweiterungen historischer Bausubstanz im Övre des Büros ein wesentliches Arbeitsfeld. So machten sie im niederösterreichischen Stift Altenburg, wo es ähnlich wie beim Parlament darum ging, ein Planungskonzept fortzuschreiben, mit ihren Umbauten und Interventionen die komplexe Entstehungsgeschichte der Anlage wieder lesbar. Sie zeichnen unter anderem für die ehemalige Generali Foundation in der Wiener Hauptstraße, das Museum am Judenplatz, die Schöller Bank im Palais Rothschild in der Renngasse verantwortlich. Im Frühling wird das Schauspielhaus in Linz fertiggestellt sein und in einem Jahr das Bürohaus im Quartier Belvedere. Ich darf Andra Spalfi bitten, so eine Umschau zu den aktuellen Arbeiten zu zeigen. Und wir freuen, dass du da bist. Danke. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung. Ja, im Hintergrund so als Platzhalter ein Bild von der Wenden Generali Foundation. Das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, dass wir die eröffnet haben. Inzwischen gibt es also große Bestrebungen, sie in eine Supermarktkette einzubringen, namens Lidl. Gott sei Dank steht das Gebäude aber unter Denkmalschutz, so einfach ist das alles nicht. Aber über das will ich gar nicht viel erzählen, sondern vielmehr einmal an eine andere Stelle kommen, die Franziska schon erwähnt hat. Und zwar ist das der ehemalige Südbahnhof oder heute Zentralbahnhof. Und es gab damals einen Wettbewerb, das sogenannte, damals hieß es noch Intercity. Das war dieser Bereich hier, das passt sehr gut zu einem Bahnhof. Und ist genau im Rücken des ersten Campus von Henke und Schreik. Und die Herausforderung war hier, 130.000 Quadratmeter an einem Stadtteil unterzubringen, aber auch so, dass es als Stadtteil erkennbar ist. Und zentral war für uns eigentlich der mittlere Bereich, zumindest einen Platz zu schaffen, der eine Aufenthaltsqualität bietet. Und im Wesentlichen ist dieser Baukörper ein Bürogebäude, Hotel, 3-Stern-Hotel, 2-Stern-Hotel, und wie das dann im Detail aussieht, sehen wir im Modell. Der Gürteltrakt ist etwas dicker und orientiert sich auch an dem Baukörper von Henke und Schreik. Zum Bahnhof hin eben Hochpunkte, so sehr das der Blick aus dem unteren Belvedere eben erlaubt. Und im Grundriss sieht das dann so aus, dass es zum
Gürtel hin keinen hermetischen Abschluss gibt, sondern einen Durchfluss in dem Sinne, dass hier eine riesige Markthalle entsteht. Also kein Lidl oder kein Rewe, sondern Einzelhändler, Einzelhandelsunternehmen, die hier eben ein wirkliches Marktleben etablieren sollen, das im Sommer genauso in den Platzbereich hinauswachsen kann. Der zentrale Baukörper in der Mitte weist Gastronomie aus, in den Obergeschossen die Büroflächen, selbiges hier. Und hier hinten darf man gar nicht sagen, am Abschluss dieses Geländes zum Bahnhof hin, eben die Eingänge in die Hotelkonferenzzonen und noch einmal in den Hotelbereich. Das Ganze ist getrennt noch durch eine üppige Abfahrt, die in die zwei Kellergeschosse hinunterführt. Vor dem Ganzen läuft ein Dach. Im dritten Obergeschoss bindet diese ganzen Eingangssituationen zusammen und schafft damit auch ein Gegengewicht. Ja, wir haben uns sehr darüber gefreut, wie wir das gewonnen haben, kann man sich denken. Da noch einmal die Profile des Stadtraums. Es ist eine gewisse Dichte, aber uns noch immer ein Anliegen gewesen, hier zumindest eine urbane Qualität zu etablieren, die nicht unbedingt einem Bahnhofsviertel entspricht. Schnitt aus der anderen Sicht gibt uns auch eine Auskunft über die Breite des Bürotrakts mit den eingeschlossenen Innenhöfen, der zentrale Baukörper. Man hat hier ein bisschen den Eindruck, wie sich dieses Dach über die gesamte Länge zieht und die Eingangssequenzen der entsprechenden Funktionsbereiche beschreibt. So sah das aus, so sieht das dann plötzlich aus, und zwar es ändert sich etwas. Das Projekt bekommt einen neuen Namen, nämlich Quartier Belvedere Central, kurz QBC. Und wenn sich der Name ändert, ändert sich ein bisschen was anderes auch. Wir sind also hier mit diesem Bauteil nach langem Ringen dann doch einmal gelandet. Aber bei dem Projekt steht der Begriff der Vielfalt im Vordergrund. Das ist ganz was Wichtiges. Und die Vielfalt kommt dann mit einem Projekt von Rüdiger Leiner, einem Projekt von Neumann und Partner, einem Projekt von Neumann und Partner, einem Projekt von Benisch und Partner mit Neumann und Partner. Und hier, glaube ich, weiß ich nicht mehr, wie die Architekten heißen, aber auch mit Neumann und Partner. Also eigentlich ein sehr fleißiges Büro, muss man sagen. Wir haben uns dann auf dieses Gebäude konzentriert. Es ist natürlich ein Bürobau. Ein Bürobau ist nie was besonders Aufregendes, es ist unsentimental. Und das drückt sich dann durch die Tatsache aus, dass alle 1,35 Meter halt einfach ein Profil sein muss, eine Wand schließt an. Und dann schaut es halt einmal so aus, weil man kann auch keine anderen Dinge machen, die Volumen hergeben, die andere Sachen eben, die verwertbar sind, ausschließen. Stört uns aber nicht besonders, und daher gibt es einmal eine Sockelzone, die mit der Gastronomie besetzt ist, mit zwei großen Eingangsportalen. Inzwischen bräuchte man nur noch eines, denn aus dem Vorentwurf wurde das schon rausgekauft von einer großen Steuerkanzlei. Und so geht um einen Innenhof die Erschließung mit den beiden Scherentreppen, Tageslicht, der Weg hinein in die Büros, alle Fluchtwege. Es ist ja ganz was Trockenes. Nur eine kleine Fußnote, diese Treppenhäuser stehen halt in einem richtigen Lichtschacht drinnen und schauen sich an. Und eines Tages sind wir dann zur Erkenntnis gekommen, dass hier ein gewaltiges Einsparungspotenzial liegt, indem man die Treppen an die Wand schiebt. Und ich habe mich gewundert eigentlich, warum. Die Antwort war sehr einfach, man spart sehr Glander ein, und das sind dann in einem Treppenhaus 35.000 Euro und so weiter und so fort. Aber das gehört halt dazu. Das Konzept ist so robust, dass es das geblieben ist, was es von Anfang an in unserer Planung war. Und ich muss auch sagen, wir haben auch ein großes Entgegenkommen gehabt, um das dann auch in der Weise detaillieren zu können, wie wir uns das gewünscht haben. Detaillieren heißt, dass wir hier mit Fassadenelementen arbeiten, die eine räumliche Tiefe haben. Und diese räumliche Tiefe hat mehrere Vorteile. Sie nimmt wunderbar den Sonnenschutz auf, hat aber noch eine ganz andere Qualität, dass die schräg einfallende Sonne nicht dazu führt, dass der Sonnenschutz pausenlos rauf und runter fährt, sondern dass diese Form des Brissolet eigentlich auch eine klare Aussicht nach außen ermöglicht. Gleichzeitig ist noch ein Filter eigentlich zu dem Stadtraum da. Das Wort Filter habe ich nicht so wahnsinnig gern, aber es ist eine räumliche Tiefe, die auch im Inneren noch seine Vorstellung von Geborgenheit vermitteln kann, sofern man danach Bedarf oder Sehnsucht hat. Wir sind jetzt ein bisschen weiter, und das sind schon die Versuche, die ersten Zarten, eben diese Fassadenelemente zusammenzusetzen. Sie sind, glaube ich, recht präzise, zur Ecke muss man nicht viel sagen. Und aus der Nähe betrachtet sieht das Ganze dann so aus.
Und der Hintergrund ist also eine gewisse Vielfalt, von der ich zuvor schon gesprochen habe. Ja, von diesem Stadtraum, also ich habe das Projekt an sich sehr gerne, aber es ist eine ganz interessante Entwicklung, wie dann so ein Standort eine Dynamik entwickelt, wie ich sie zuerst beschrieben habe. Ja, von dort vielleicht an einen anderen Platz oder zu zwei Domplätzen. Der eine ist in St. Pölten und dort haben wir vor langer Zeit auch einen Wettbewerb gewonnen. Und zwar ging es um die Ausgestaltung dieses Domplatzes. Warum sind wir dort gelandet? Wir sind Experten für Archäologie, unter anderem angeblich. Und dort gibt es sehr viel Archäologie und auch den Wunsch auf diesem Platz, wieder etwas einzuführen, was es früher mal gab. Einen Markt. Nicht nur einen Markt, auch einen Ort für liturgische Anlässe und genauso einen Ort für Filmfestivals. Also einen Stadtraum, der in sich verfügbar ist, der durch Mobiliar nicht allzu sehr besetzt ist. Und wir haben dann damit begonnen, uns einmal die Archäologie anzusehen. Ein uns nicht unvertrautes Bild vom Judenplatz. Nur hier kommt noch etwas dazu. Es ist ein Friedhof mit 5000 Skeletten. Und die räumt man nicht weg. Die werden also abgepinselt, abgestaubt und es dauert ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr, vier Jahr, fünf Jahr. Und jetzt sind wir fast so weit, dass wir schon den Großteil dieser Platzfläche untersucht haben und vielleicht einmal zum Bauen kommen. Aber es ist auch kulturhistorisch natürlich wahnsinnig wertvoll zu wissen, wie die Ernährungsformen waren, was die Krankheitsursachen waren. Das meine ich jetzt ernst und das ist einfach ein Stück Kulturgeschichte, das hier minutiös aufgearbeitet wird. Vielleicht zur Übersicht, es gibt hier den ehemaligen Sakralbau, dessen Fundamente noch da waren. Der wurde von den Archäologen freigelegt, wird von uns wieder zugeschüttet, in diesem Sinne eigentlich geborgen. Es ist nichts Großartiges drinnen, die wissenschaftliche Aufarbeitung ist erfolgt und damit wird diese Fläche geschlossen, wird ein sichtbarer Teil des Platzes, auch ein Ort für liturgische Zwecke und in der Mitte spannt sich dann mehr oder minder der Marktplatz auf. Die Differenzierung, die hier im Umfeld erfolgt, erfolgt mehr oder minder über das Material. Also je mehr man in die Mitte kommt, umso mehr verändern sich die Formate, umso größer werden sie, umso bedeutungsvoller, wenn man so will, vom Zuschnitt. Und das ist eben die Abdeckung dieses Sakralbaues, leicht erhöht. Es ist ein Aufenthaltsort und den haben wir so einmal fürs Erste lesbar gemacht. Es ist dann meistens so, dass ja, das halt eben die Hochpunkte, die das Wasser wegführen, hier unten halt eben Bäume, Fahrradstände, das alles an die Peripherie, was sonst sich sehr glücklich über seine Platzfläche ausbreiten kann und die Nutzung letztendlich die Verfügbarkeit entsprechend einschränkt. Ja, das geht weiter. Die Archäologen sind natürlich sehr beharrlich, jenseits der Skelette, und kommen drauf, dass es hier drunter etwas gibt, das sind die Römer. Und Römer sind so eine Art Notbremse, wo man nicht mehr vorbeikommt. Das heißt, die Römer werden freigelegt, die Römer müssen zugänglich werden. Und wir haben damit eigentlich die Vorgabe gehabt, hier eine Kontur zu machen, die wir ganz stur einhalten. Wir wollen auch nicht weiter darüber hinaus. Haben einen Zugang und einen Aufgang in das Diözesanmuseum. Letztendlich, um das noch einmal zu zeigen, ist hier der Eingang durch diesen Vorbau, den wir gemacht haben, mit dem Blick hinunter, bereits in die Archäologie, im Altbau von anderen Architekten geplant, geht dann der Weg hinunter und hinein in die Ausgrabungsstätte, um eben diese letzten Reste einer ersten römischen Gründung in diesem Stadtraum eben sichtbar und zugänglich zu machen. Von einem Domplatz zum nächsten, nach Salzburg, das war auch ein Wettbewerb oder sagen wir Verhandlungsverfahren. Und da ging es darum, hier auf diesem Domplatz eine temporäre Überdachung zu machen. Temporär bedeutet, beim Jedermann gibt es 2800 Sitzplätze. Wenn es regnet, gibt es dann noch 2100 und die Übersiedelung hinein in das Schauspielhaus. Und die temporäre Maßnahme ist eigentlich nichts anderes als eine Reihe von Stützen mit einem räumlichen Fachwerk, einem Faltwerk drüber, das transparent ist, eben aus PFD-Folie, mit einer Zerstäubungsebene drüber, die den Akustikschutz in diesem Bereich auch einlöst, dass man also drunter bei einem allfälligen Regen nicht gestört wird. Ja, so sieht das aus und lässt sich dann maschinell in diese Position fahren. Da sieht man eigentlich sehr schön die temporären Stützen, mit der Tragstruktur, die die Schienen aufnimmt, die letztendlich dann auch das Faltwerk bewegen. Und in dem Zustand, wenn das Faltwerk so ist, ist es gleichzeitig auch ein Sonnenschutz für die Tribüne unten. Was aber wesentlich ist, dass kein konstruktiver Teil den Bestand berührt.
Es ist komplett abgesetzt. Und das Wesentliche, die Fassade des Domes, die beim Jedermann natürlich eine tragende Rolle spielt, bleibt im Blickfeld erhalten. Ja, die 2800 Sitzplätze mit dem Blick hinaus und noch einmal eben diesen temporären Eingriff. Geworden ist daraus nichts, aber die Arbeit hat Spaß gemacht und man sieht hier eigentlich sehr schön diese Firsträger mit den Bogen, die dann wieder nach oben angebunden sind und eben über diese Bewegung ausfahrbar. In den Firsten oben festgebunden ist eben die BFD-Folie. Das Ganze haben wir später gemeinsam mit Lothar Heinrich entwickelt. Also das ist sehr seine Handschrift, weniger die unsere, das muss man dazu auch sagen. Ja, aus der Vogelperspektive und aus der Nähe ist es eben dieser Bereich. Unsere Talent oder was auch immer, unser Interesse oder der Zufall, mit einer bestehenden Substanz umzugehen, ist eine Schiene in unserer Arbeit. Aber nachdem mich die Martha Scheyer gebeten hat, heute über das Parlament zu reden, möchte ich einfach nicht nur ein Projekt beschreiben, sondern vielleicht auch den Weg, den es braucht, um dorthin zu finden, aufzeigen. Uns hat natürlich immer schon interessiert eine Form der Auseinandersetzung mit einem Kontext. Das heißt, ob das jetzt eine topografische Präsenz ist, die sich dann objekthaft manifestiert, ob es eine gebaute Struktur ist, mit der man sich auseinandersetzt. In dem Augenblick, wo man auf diese Aspekte zugeht, wird eines klar. Man greift in bestehende Strukturen ein, in bestehende bauliche Strukturen, soziale Strukturen, wirtschaftliche Strukturen und letztendlich erst an diesen Reibungsflächen, diesen Widersprüchlichkeiten entwickelt sich ein Projekt, das an diesem Punkt aber auch eine sehr bestimmte Signifikanz hat. Das lässt sich nicht mehr wiederholen. Und wenn, dann eigentlich nur mit sehr großen Einschränkungen. Was das für uns bedeutet, heißt aber auch auf der anderen Seite wieder, dass hier nicht das isolierte Objekt oder das Designobjekt im Vordergrund steht, sondern vielmehr das Potenzial eines Eingriffes in seine Umgebung. Das steckt schon in den beiden anderen Projekten drinnen, im Stadtraum. Daher auch dieses alte, unter Anführungszeichen, Projekt, das jetzt auch schon über 20 Jahre alt ist, am Judenplatz. Und bei diesem Stadtraum gab es noch die Notwendigkeit, die Archäologie unterhalb zu erreichen. Der Weg führt durchs Misrachi-Haus. Ich will mich da jetzt nicht allzu lang aufhalten. Aber man sieht, es gibt einen historischen Bestand, den reinigen wir in dem Sinn, dass wir ihn wieder auf seine Ursprünge zurückführen, greifen aber mit einer Schließung genau dort ein, wo es keinen Denkmalschutz gibt, wo man eigentlich vollkommen unbenommen, unbefangen einen Weg hinunterführen kann und damit eigentlich von jeder Stelle aus bei diesem Weg, von jedem Podest aus eine andere Lichtsituation hat, eine andere Perspektive. Das heißt, die Treppe hat hier eine sehr konstituierende Funktion in dem Gesamtkontext und das ist etwas, was bei uns immer wiederkehrt. Jetzt jenseits dieser Eindrücke, die vielleicht eh vertraut sind, ein kurzer Sprung nach England. Das ist die Waygood-Fabrik und dort war genauso der Wunsch für die lokal ansässigen Künstlerinnen, einen Ausstellungsraum zu schaffen und in dem Altbestand dieser Liftmotorenfabrik eben Ateliers anzusiedeln. Ohne auf das jetzt allzu sehr eingehen zu wollen, man sieht den Umriss recht gut und das sieht im Modell so aus, dass es hier auf dem bestehenden Bestand, der auch unter Denkmalschutz steht, diese Figur gibt, die die neuen Ausstellungsräume aufnimmt, die auch gebaut wurde. Wobei ich dazu sagen muss, die Stadt hat eine große Sympathie für Private-Public Partnership. So schaut das Projekt dann nachher auch aus, darum zeige ich es auch nicht. Und bei so einem Projekt kann man sich sehr gut selber beim Scheitern zuschauen und sich die Hand dabei halten. Also für Private-Public Partnership warne ich zutiefst. Also wir haben keine gute Erfahrung damit gemacht und ich erzähle das aufs Neue immer wieder. Ja, das ist dieser U-förmige Hof mit diesem Implantat, wenn man es so nennen will, das wieder eine vertikale Erschließung zum Grundthema hat. Diese vertikale Erschließung zieht sich eben entlang dieser Treppenhäuser hinauf. Wieder Scherentreppen mit einem klaren Licht nach unten und einem gefilterten für die Ausstellungsräume. Der Weg um diesen Kern herum mit Blick hinaus auf die Dächer von Newcastle und eben diesen beiden Ausstellungsräumen, die für die Künstlergemeinschaft gedacht sind. Dieses Element beschreibt aber jetzt in einer anderen Richtung wie zuvor ein sehr wesentliches, das wir in einem anderen Projekt noch weiter zelebriert haben. Das war ein Wettbewerb,
wo wir uns beworben haben, wurden unter 30 dann, also wurden dann 30 ausgesucht. Wir hatten das Glück, dabei zu sein. In Brüssel, im Park Leopold, das Museum der europäischen Geschichte. Eine wunderbare Aufgabe. Das Haus selbst ist das sogenannte Eastman Building. Eastman ist ein bisschen eigenartig in Brüssel, hat aber einen sehr einfachen Grund. Herr Eastman hatte als Industrieller, als Vermögender den Tick, dass er Dentalkliniken überall in Europa errichtete und in diesen Dentalkliniken einfach eine Zahnbehandlung für sozial schwächere Einkommensschichten ermöglicht hat. Die Dentalklinik ist weg. Daneben, glaube ich, da oben sitzt dann halt eben das Europäische Parlament, 500, 600 Meter entfernt. Und die Aufgabe war hier, einfach ein Projekt zu entwickeln, das nach einem bestimmten Programm eben die Ausstellung der Geschichte der europäischen Gesellschaft eben zum Inhalt hat. Wie das jetzt ist in der Europäischen Union, es ist alles transparent. Du darfst natürlich nicht wissen, wer mitmacht. Du darfst nicht wissen, wer in der Jury sitzt. Du darfst gar nichts wissen. Aber das war für uns einmal ein ganz neues Erlebnis. Also wir kennen Schwellenwerte und andere Schwellenängste. Aber da war das schon sehr intransparent. Aber wir wollen über das Projekt reden. Man sieht eigentlich in der Dachlandschaft, dass hier etwas passiert, was eine gewisse Analogie zu dem zuvor gezeigten Projekt hat. Man konnte dort in der Substanz nirgendwo eingreifen. Und natürlich war auch hier der Raumbedarf so ausgeprägt, dass man irgendwann mal in die Höhe gehen musste. Nicht nur das haben wir getan, sondern wir haben auch einen Hinterhof einbezogen, nämlich also so einen halben Hinterhof, in die Ausstellungsfläche. Das ist jetzt noch aus dem Wettbewerb ein nicht besonders vortragsgerechter Plan. Aber er beschreibt ganz gut, was wir machen. Wir stellen hier zwei Scheiben hinein, die letztendlich auch oben dieses Dach tragen oder die Räume, die wir am Dach ansiedeln. Gleichzeitig sind hier wieder die Fluchttreppen als Scherentreppen, abgesetzt vom Bestand. Zwei Liftkerne, die genauso eine tragende Funktion haben. Und das Entscheidende ist, es gibt eine Wandverkleidung im Erdgeschoss. Sie trägt ein sehr wichtiges Relief. Das wäre zum Abtragen gewesen und wir haben diesen Raum sofort genutzt, um hier statisch zwei Eingriffe zu machen und da wieder eine Lastabtragung in die Fundamente eben zu bewirken oder einen Ansatz zu bringen. Im Regelgeschoss sieht man sofort, auf was sich das ganze Projekt reduziert. Das sind diese vier Stützen, zwei Scheiben, zwei Kerne und das war's. Und damit gelangt man dann eben auch oben auf diese zwei Dachebenen hinauf, auf denen sich die neuen Ausstellungsflächen befinden. Von der Rückseite oder von der Hofseite eben der Einblick in die Treppenhäuser, in die großen Ausstellungsräume, die über zwei Geschosse gehen. Die Treppenpodeste selbst sind wieder als Einblicksgalerien noch einmal zur Fassade hin angeordnet und oben die beiden Ebenen mit einem entsprechenden Dach, das auch einen Sonnenschutz bewirkt, um jetzt nicht nur in die Exponate, sondern auch hinaussehen zu können. Ja, auch das haben wir mit Lothar Heinrich entwickelt und hier sind eben die hineingehängten großen stützenfreien Säle und oben die leichte filigrane Dachkonstruktion. Ja, das Projekt war eigentlich sehr spannend. Es ging über, es gab einmal eine erste Phase, dann wurden wir in eine Überarbeitung geschickt, es war eine zweite Phase. Dann hat diese Jury noch immer so mit sich gerungen, dass es eine dritte Phase gab und dann haben wir es leider verloren, dann waren wir Zweiter. Aber der Präsident des Europäischen Parlaments kommt aus Nordrhein-Westfalen und hat sich sehr gefreut. Auch der zukünftige Direktor des Museums, der zufällig auch aus Nordrhein-Westfalen kommt, hat sich auch sehr gefreut, dass ein Büro aus Nordrhein-Westfalen und so weiter mit einem. Also das ist so viel zur europäischen Transparenz und vielen anderen Dingen. Macht nichts, wir sind immer der Auffassung, Wettbewerbe muss man verlieren können, genauso wie man sie gewinnen kann. Und das ist, glaube ich, das entspannteste Verhältnis, das man dazu hat. Warum ich das erzähle, ich war total fasziniert, dass eine Institution, die dermaßen in öffentlichen Verfahren eine Transparenz einfordert vor der eigenen Haustür, damit sofort aufhört. Das war eigentlich die Quintessenz dessen, was ich da loswerden wollte. Ja, gern hätten wir es gemacht, aber manchmal ist das halt eben so, dafür gibt es was ganz was anderes. Das Parlament und da sind wir eben bei dem Thema, das die Martha sich gewünscht hat, was ich auch sehr gerne vorstelle, was uns eine Riesenfreude bereitet, daran zu arbeiten. Das ist der ursprüngliche Lageplan und man sieht also bei dem kleinen Bäumchen da, wie hier sich ein Baukörper platziert.
der etwas sehr Entscheidendes hat. Nach außen ist es natürlich ein klassizistisches Kleid. Nach innen ist es ganz anders. Theophil Hansen war natürlich ein Kind der industriellen Revolution. Der hat alles aufgenommen, vom Stahl bis zum Glas, und hat das also in seine Bauten inkorporiert. Darüber hinaus hat ihm natürlich auch sehr interessiert, wie man solche Bauten klimatisieren kann, wie man hier eigentlich mit Speichermassen im Keller arbeitet, wie man in diesen Kellerkavernen eigentlich eine Luftbewegung inszenieren kann, die dazu auch führt, dass also eine Abkühlung oder eine entsprechende Erwärmung der Speichersubstanz, die das Gebäude hat, bewirkt wird. Selbst eigentlich eine klare Ausrichtung, gebündelte Perspektiven, wie der Fritz Achleitner immer zu sagen pflegt, wo ich ihm nur beipflichten kann, der Pathos der Polychromie, so habe ich das in Erinnerung, hast du das einmal beschrieben, der steckt da drinnen. Aber was auch drinnen steckt, war für uns die Herausforderung, dieses Gebäude eigentlich einer erweiterten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also es nicht zu reduzieren auf die paar Führungen, sondern einfach der Wunsch der damaligen Nationalratspräsident Brahma war es, hier eigentlich eine Öffnung des Hauses zu machen, die über das heutige Maß weit hinausgeht. Das ist das eine. Das zweite, was uns besonders glücklich macht, es wurde zu einem Gesetz, es wurde verankert, das ist das Gesetz, das die Herstellung, Wiederherstellung des Parlaments, Renovierung beschreibt und gewährleistet. Und was passiert hier im Detail? Es gibt eine Eingangsebene, wie wir sie vom Ring aus kennen, und von dort kommen wir in einen neuen Bereich hinein, der erweitert wird. Derzeit sind das Lagerräume, das heißt, die Säulenhalle, die drüber ist, zeichnet sich im selben Format in der Ebene drunter ab. Und es ist ein Bereich, wo ich hereinkomme und mich nicht staue vor einer Kasse, sondern mich aufteile und von dort in die verschiedensten Funktionsbereiche, die öffentlich zugänglich sind, gelange. Zum einen sind das die Ausschusslokale, die unterhalb des Nationalratssitzungs und des Bundesversammlungssaales sind. Beide verfügen über eine Tribüne, das heißt, ich kann hier als öffentliche Person, als Privatperson einem öffentlichen Hearing durchaus zuhören. Ich kann daran teilnehmen. Selbiges gilt hier. Ich kann aber genauso, man sieht das hier hinten, über vier notwendige Treppenhäuser hinaufgelangen in zwei Einbauten, die ursprünglich als Demokratiewerkstatt gedacht waren, die vom Ring und von anderen Stadtteilen her nicht einsehbar sind, sehr wohl aber eine gute Aussicht über die Stadt liefern. Ihre Gelenksfunktion werden wir später beschreiben. Es gibt von hier noch einmal den Weg rundherum um den Nationalratssitzungssaal. Der verliert seine Staubdecke und bekommt eigentlich eine Sichtbeziehung zum Himmel, so wie jeder andere Arbeitsplatz, dass man weiß, ob es draußen regnet, schneit, finster oder hell ist. Und diese Ebene ist aber akustisch komplett getrennt. Das heißt, wenn hier Schulklassen, die hier oben die Demokratiewerkstatt haben, durchgehen, haben sie einen sehr guten Blick hinunter. Bekommen mit, was sie lernen, ist auch das, was sie hier sehen. Und es gibt dann in der Mitte, im zentralen Teil des Daches, den Wunsch nach einer Gastronomie, die wir auch hier anbringen, gleich auch mit Außenräumen besetzen und damit die klassische Gastronomie in der Reichsratstraße ablösen, wo also jeder Abgeordnete dann mit seinen Freunden aus dem Wahlkreis zum berühmten Schnitzelschnitt. Das ist vorbei, das wird hier oben in Zukunft im Sinne einer angemessenen Form der Gastronomie gelebt. Noch einmal ein Einbau und ein weiterer Teil, der noch mehr Arbeitsflächen in dem Gebäude anbietet. Das war auch ein großer Wunsch, dass wir sie hier unterbringen. Also im Wesentlichen ein Eingriff auf der Eingangsebene, ein Eingriff auf der obersten Ebene und eine klare Form der Verbindung. Im Grundriss schaut das relativ unscheinbar aus. Das, was wir machen, wir nutzen eigentlich diese Leerstellen, die Theophil Hansen übrig lässt, die anbindet. Über diese Leerstellen kann man natürlich sehr gut neue Funktionen implantieren. Und es sind eben diese genannten vier neuen Treppenhäuser, die letztendlich diese Verbindung gewährleisten, aber in ehemaligen Lichthöfen sitzen. Es gibt auch einen Teilabbruch dabei, das darf man auch nicht verschweigen. Aber wir nutzen eigentlich diese Leerräume, um damit das Prinzip, das in dem Haus eigentlich schon gut sichtbar und ablesbar ist, zu erweitern. Ich möchte noch einmal auf diese Eingangssequenz zurückkommen. Es ist ein großer Bereich, in dem sich die Gruppen auch in den Seitenschiffen verteilen können, bevor sie ihren Rundgang beginnen. Es gibt zwei Ausstellungsbereiche, die Wechselausstellungen gewidmet sind.
hier in diesem Umfeld kann es eine Information geben zur Geschichte der Demokratie. Das sind beides Projekte, die noch in Arbeit und in Entwicklung sind. Ich habe davon gesprochen, dass es hier diese Galerie gibt, mit dem Einblick in die Untersuchungsausschüsse, beidseitig gespiegelt. Und von hier geht es weiter in den Bibliotheksbereich, einen wunderschönen Ort, der also zu 99% die Handschrift von Theophil Hansen trägt und erhalten ist. Es kommt zu einer leichten Umstrukturierung, einer zeitgemäßen für die Bibliotheksbereiche, aber nicht nur dort, Schächte, Treppen, also diese ganzen kleinen mikroskopischen Einbauten, die zur Ertüchtigung eines Gebäudes erforderlich sind, sind genauso in diesen Leerstellen untergebracht. Es gibt so etwas wie ein Couloir, eine Couloir-Erweiterung, die über den Höfen eingehängt wird, den Bestand jetzt auch nicht zwingend malträtiert. Das ist vielleicht noch das Gewagteste, was wir da machen, aber im Schnitt vielleicht besser lesbar als Bild, was wir vorher im Modell gesehen haben. Die eine Ebene, beiden Veranstaltungsbereiche mit der Gastronomie und der besagte Umgang. Es ist an sich relativ klar strukturiert und hat dann in den weiteren Folgen hier eben diese Couloir-Erweiterungen drinnen, die angebunden sind, um also hier diese, sagen wir mal, akustische Geräuschlast zu exilieren, um, wenn es also wirklich Gesprächsbedarf gibt, diesen nicht hier zu haben, der den Rest der Veranstaltung überlagert. Ein drittes Couloir öffnet sich hinüber zum Schmerlingplatz, das ist eine Öffnung dieses Bereiches. Sie ist inzwischen noch etwas expliziter, aber in dem Umfeld auch alle möglichen Einbauten, die die Welt heute halt eben so braucht und benötigt. Ja, viel mehr kann man da jetzt auch nicht wirklich sagen, außer den Umgang, den habe ich zuvor schon beschrieben, mit dieser Glasschale, die drüber geht. Wir versuchen hier eine Lösung zu arbeiten, wo der konstruktive Anteil komplett zurückgenommen ist. Es gibt mehrere Ansätze, die hier in Diskussion sind, aber noch nicht in ihrer Konsequenz entschieden. Die Couloirs, von denen ich sprach, der neue Nationalratssitzungssaal mit dem entsprechenden Umgang. Ja, die Ebene der Journalisten, wieder die Treppen, die hinaufführen. Das ist ein System, das letztendlich in seiner Grundstruktur nur erweitert wird. Die Einbauten, von denen ich gesprochen habe, in den Treppen, mit den Treppenhäusern, tragen statisch die Last, und da sind wir auch wieder bei den Projekten von zuvor, tragen die Last nach unten ab. Sie greifen also nicht ins Mauerwerk ein. Es sind unabhängige Elemente, fast ähnlich einem Tisch, der hineingestellt ist. Und Sie sehen da auch relativ gut, was den Einblick bedeutet von der Ringstraße, wovor sich natürlich jeder fürchtet. Uns ist das relativ wurscht, aber es ist, sitzt sehr richtig drinnen und bedarf auch nicht wesentlich mehr Raumhöhe. Was wir schon machen, wir nehmen Überformungen weg aus dem Jahr 1910, die hier eingebaut wurden, legen damit eigentlich wieder das Fries frei in seiner ganzen Ausdehnung und schaffen damit noch einmal Außenflächen, die man diesen Veranstaltungsbereichen zuordnen kann. Also im Wesentlichen stecken die in diesen Lichthöfen drinnen wie zwei große Tische. Wir sehen das hier noch einmal, und damit ist eigentlich klar, dass diese beiden Elemente diese Veranstaltungsbereiche tragen und gleichzeitig zu einem Gelenk werden, zu einer Verbindung zwischen zwei, wenn man so will, Veranstaltungsbereichen oder heute eben Gemeinschaftsbereichen. Es gibt dann noch weitere Fluchtmöglichkeiten, es gibt Erweiterungen des Restaurants, es gibt die Küche unter dem Dach, aber entscheidend ist vielleicht der Blick, den man hier hinaus hat, in das Oberlicht, wieder eine Sichtbeziehung ins Freie, direkt aus dieser Dachlandschaft hinaus. Ja, damit wären wir eigentlich fast am Ende. Vielleicht noch einmal das Modell mit diesen beiden Einbauten aus einer anderen Perspektive und eben der Verglasung oberhalb des Nationalratssitzungssaales. Es gibt also eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Destillierung von Ideen, die immer dichter und dichter werden und dann in den unterschiedlichsten Kontexten in Ansatz gebracht werden. Das ist etwas, was wir über Jahre entwickelt haben. Mein Kollege Christian Jabonek, der jetzt leider in Linz ist bei einer Bemusterung, ist dort jetzt bei einem Projekt, das nicht nach unähnlichen Prinzipien in sich strukturiert ist. Von Wien in eine andere Stadt, Pressburg, Bozsony, Bratislava, in ein altes Kohlekraftwerk. Das sitzt mitten in der Stadt und ist umgeben
nicht von drei Radstadien, sondern von drei Hochhäusern der Architektin Zaha Hadid, von ihr entworfen. Und die Investorengruppe hatte die Auflage, dieses Kohlekraftwerk einer kulturellen Nutzung zuzuführen. In der Slowakei ist es sehr naheliegend, dass diese kulturelle Nutzung mit dem Namen Warhol verbunden ist. Und daher war also schnell die Idee geboren, ein Warhol-Museum zu machen. Nachdem dieses Gebäude denkmalgeschützt ist und wir auch, glaube ich, etwas über Gegenwartskunst oder Ausstellungsräume wissen, sind wir auch angefragt worden, dafür eine Studie zu machen. Das war in dem Fall ausnahmsweise kein Wettbewerb. Und das ist das Innere, das schon einigermaßen ausgeräumt ist von dieser Industrieruine. Man sieht oben noch die Einbringöffnungen, die Stutzen für die Kohle. Das steht unter Denkmalschutz, ist zu erhalten und hat dann oben eine Anspeisung. Also diese Deckeln, wenn man sie öffnet, gehen genau in diese Rüsseln hinein und füllen sie mit Kohle. Ein anderer Blick noch einmal drauf. Kesseln sind weg. Es gibt dazu noch seitlich ein kleineres Gebäude, das wir dann auch als Foyer verwenden, teilweise auch für die Verwaltung. Und wir haben hier kurzerhand beschlossen, wieder in Zusammenarbeit mit Lothar Heinrich und damit auch Wasco und Partnern, dass wir hier einen Körper einsetzen müssen. Wir konnten also nirgendwo direkt an die Substanz rangehen und haben das mit Betonfertigteilen gemacht, zumal das die ökonomischste und einfachste Art ist, um hier einen geschlossenen Ausstellungsbereich zu machen. Er hat seine obligaten zwei Fluchttreppen, gleichzeitig immer wieder Sichtbeziehungen nach außen und bindet die zuvor genannten Bereiche unterhalb der sogenannten Kohlerüsseln, wenn wir sie so nennen wollen, an und genauso zum Foyer. Das Foyer wird erreicht über eine Rampe, behindertengerecht, Treppen, bindet sich also so richtig an das Quartier an und hat im Inneren eben ein Foyer, das klassische Programm, Shop, Café, wie auch immer und natürlich der Notwendigkeit unterhalb dieses Bereiches etwas anzubieten wie ja, Lager, Werkstätten, also alles, was ein Ausstellungsbetrieb braucht und das ist nicht gerade wenig. Versorgen muss man das auch in irgendeiner Weise, also es kommt ein Rucksack dazu, weil wir auch hier die Deckenkonstruktion nicht wirklich in Mitleidenschaft ziehen wollten und die führt uns aber gleichzeitig auch auf eine obere Ebene und darauf möchte ich gleich kommen. Aber vielleicht einmal ein Blick nach außen, das ist dieses Gebäude, es ist mächtig, es ist riesig, aber in dem Augenblick, wo man weiß, was da daneben noch riesig hinaufgeht, ist es halt irgendwie so Asterix und Obelix, das gallische Dorf, so ähnlich kommt mir das auch vor und es ist dann noch einmal im Schnitt, wir sehen diese Halle mit der Eingangssequenz, drüber kommt ein Veranstaltungssaal, die Werkstätten, aber entscheidend ist eigentlich diese Figur, die wir hineinhängen, hat auch damit zu tun, dass sie abgeschlossene klimatische, also bauphysikalisch klimatisch geregelte Bereiche haben wollen. Sie wollen also nicht das Ganze mitheizen und mitkonditionieren und daher auch der Wunsch, einen abgeschlossenen Teil zu haben. Es ist logisch, dass man ihm, wenn man nicht in die Substanz eingreifen darf, entsprechend eben absetzt und seinem eigenen neuen Gebäudeteil formuliert. Die Fluchttreppen sind gleichzeitig natürlich auch die Verbindungen zwischen diesen Ebenen, die ich angesprochen habe, hinauf zum Veranstaltungsbereich. Also es schaut sehr einfach aus, es sind zwei lineare Ausrichtungen, aber die Anbindungen, die sie schaffen, sind jetzt in ihrer Strukturiertheit, glaube ich, ganz komplex. Den Bereich nehmen wir natürlich auch hinein, einmal mit einer Brücke, dass man durch dieses eigenwillige Raumvolumen dreimal durchgeht, oben eben die Anspeisung, von der ich gesprochen habe und selbstverständlich der Tageslichteintrag, der sich von der obersten Fläche anbietet. Ja, so schwebt es drinnen mit den beiden Fluchttreppen, immer wieder mit Sichtbeziehungen durch die bestehende Fassade nach außen und dann noch einem weiteren Veranstaltungsgeschoss im Halbuntergeschoss, wie immer man das nennen will. Die Anbindung an den Veranstaltungsbereich, die Anbindung an die Terrassen und der abschließende Teil, der eben die ganzen Serviceeinheiten beinhaltet, die eben für diesen Betrieb notwendig sind. Die Distanz zur Hülle sorgt natürlich auch immer wieder für Übergänge und recht interessanten Sichtbeziehungen, die in dem Augenblick natürlich auch das alte Gebäude, das geschützte Gebäude als Exponat in
die Mitte der Wahrnehmung rücken können. Da ist so der Zugang. Und damit ist also ein Projekt, das sicherlich auch länger dauern wird, ganz gut beschrieben. Ein anderes, das uns schon sehr lange begleitet in immer wieder neuen Schritten, ist das Stift Altenburg. Stift Altenburg ist eines unserer Lieblingsthemen. Gleich vorweg, wenn ich es am Ende natürlich sicherlich vergessen könnte, im Frühling gibt es eine Ausstellung in diesen Räumlichkeiten mit unseren Projekten. Und das wird, glaube ich, sein so Mitte April. Wir werden das noch aussenden. Aber das ist eine Ausstellung, auf die wir uns besonders freuen. Aber vielleicht einmal zum Projekt und zur Erinnerung, was ist hier geschehen. Das ist das Kloster, wie es sich darstellt im Mittelalter. Es wird in den 30-jährigen Kriegen komplett devastiert, verwüstet. Es bleiben mehr oder minder nur die Fundamente übrig. Und nach den Türkenkriegen beginnen die Benediktiner dann eben hier mit Mungenast als Architekten ein Kloster aufzusetzen. Was aber übrig geblieben ist, und das ist interessant, ist dieser Bauteil, und auf den möchte ich in der Folge noch zu sprechen kommen. Der Wettbewerb selber bezieht sich auf diesen Bereich, die sogenannte Altane. Es ist ein Teil des Klosters, der alten Mönchszellen, die von Mungenast zugeschüttet wurden, stabilisiert wurden, und damit entstand eine Aussichtsfläche, die den Blick freigibt hinaus in das Kamptal. Und wir sehen das hier noch einmal ganz gut, das ist zwar jetzt schon unser Projekt, aber entscheidend war, wie kam es zu diesem Wettbewerb? Irgendwann einmal fängt dieses Mauerwerk an zu schieben und es bedarf einer Entlastung. Die ganze Beschüttung vom Mungenast wurde eben herausgenommen und der Wettbewerb schrieb halt vor, hier eine Nutzung, eine Museale einzubringen, die gleichzeitig auch imstande ist, eine Sanierung der Altane mit sich zu bringen. Später kam der Wunsch, diesen Bereich der Bibliothek und der Krypta als Ausstellungs- und Veranstaltungsort mit diesem Bereich zusammenzubinden. Das Gleiche gilt für den Kaisertrakt, im Übrigen die längste Barockfassade eines Klosters in Österreich. Und dieser Teil war dann eigentlich zu Beginn der wesentliche Punkt unserer Befassung. Der Eingang erfolgt, war zwingend hier vorgeschrieben. Man sieht, dass dieser Raumzuschnitt nicht unbedingt mit dem korrespondiert, was er im Grundriss ausweist. Und was er hier ausweist, ist die Wohnung des ehemaligen Dirigenten des Knabenchors. Und das haben wir mal eliminiert, um hier an dieser Stelle dann eine neue Pforte, einen Eingang zu schaffen, der auf die Altane hinausführt. Für uns sehr wesentlich, um den Blick in das Kamptal beizubehalten, um einen Außenraum zu haben, wo man nach Konzerten hinausgehen kann, einer Treppe, die hinunterführt in die Ausgrabung. Und gleichzeitig ist es auch noch eine Verbindung, die man mit Rettung, Feuerwehr und allem Drum und Dran befahren kann. Wie das dann ausschaut, auf das komme ich noch näher. Das ist einmal der Eingang. Mit dem Abgang hinunter kommt man zu dieser kleinen Kapelle mit ihren Fundamenten. Wir haben sie vorher in der mittelalterlichen Darstellung gesehen. Und von hier führt der Weg hinüber über einen Steg zu den ehemaligen Mönchszellen. Und da war die große Herausforderung, eine Form der Konstruktion zu finden, die erstens einmal stützenfrei ist und zum anderen auch nicht allzu viel Raumhöhe wegnimmt. Nicht so einfach, aber möglich. Und wir haben hier hinten Betonspanten gemacht, haben eigentlich über dieses ganze Mauerwerk zur Stabilisierung einen Betonkranz gebildet. Und dieser Betonkranz nimmt eben die Träger auf, das sehen wir dann später auch noch im Detail, und verhängt die dann nach hinten in diese Spanten verhängt sind. Der Weg geht hier noch einmal hinunter in die Mönchszellen, er geht hier auch hinunter hinaus in den Garten des Klosters. Im Schnitt, glaube ich, ganz klar, muss man nicht viel sagen. Und im Querschnitt ist es sehr deutlich, dass wir versuchen, mit diesen Trägern so zu arbeiten, dass sich der Kraftverlauf in ihrem Zuschnitt auch abbildet. Das wird ein Detailmodell noch klären. Ja, der untere Teil der Mönchszellen, wo man dann wieder hinaufspazieren kann oder hinausgeht, das ehemalige Lazarett, das wir auch eingebunden haben, und das Ganze braucht natürlich einen Lift. Und ich habe schon beim Theophil Hansen über Leerstellen gesprochen. Und jedes System hat so etwas. Also das gibt es immer wieder und das gab es auch hier. Das hat einiges an Überredungskunst bedurft, diesen Hohlraum zu kriegen, weil in einem Geschoss war das wieder um die Dusche des Priors. Und
das ist uns dann gelungen, ihm eigentlich nahezubringen, dass das der Allgemeinheit zuträglich wäre, da was zu machen. So ist diese Verbindung entstanden, die uns auch eben eine Barrierefreiheit in diesen sehr komplexen Niveauverhältnissen ermöglicht. Ja, im Modell stellt sich das dann eben mit diesen Spanten so dar. Man sieht ja schon die Sprünge in den Höhenentwicklungen. Wimmer, Edelstahl sind die neuen Eingriffe. Und man sieht hier sehr genau diesen Ring, den wir herumziehen um diese Wand, mit zweierlei Absicht, sie zu stabilisieren und sie auch als Auflager verwenden zu können. Es gibt dann einen Sonnenschutz, genau dort, wo man ihn braucht, um also hier den direkten Sonneneintrag auszublenden, auch die photokinetischen Prozesse in der Ausgrabung auf diesem Weg zu unterbinden. Dort, wo ich ihn nicht brauche, nach Norden, gibt es eine Sichtbeziehung, die sich zwischen Barock und dem Mittelalter etabliert. Wieder eine Leerstelle, eine Treppe, die hinunterführt zur Krypta. Das ist noch nicht gebaut, auf das warten wir noch. Und eben diese Sichtbeziehung, von der ich gesprochen habe. Ja, der Ring, der Stabilisierende, der Sonnenschutz. Und damit auch vielleicht der Hinweis auf ein Modell, das uns unsere Absicht etwas deutlicher erklärt, mit einer Verbundplatte eben eine Veränderung des Profils nicht nur in seiner Höhe, sondern auch in seiner Breite, um damit also wirklich optimal die Raumverhältnisse ausnutzen zu können. Das Verhängen nach hinten, das ich beschrieben habe, erfolgte eben hier über diese Spanten, Sichtbeziehung, Lichteintrag und da eben das Ausblenden dieser Anteile. Ja, inzwischen ist es etwas begrünt. Der heutige Prior liebt Wein und jetzt wachsen es biblisches Zeichen, Weinranken hinauf, aber das soll auch sein. Die Verschattung kommt aus dem Wald des Stiftes. Also wir haben hier mit relativ unaufgeregten, einfachen Mitteln gearbeitet, die aus dem Umfeld kommen. Nicht immer einfach, aber in der letzten Essenz dann doch sehr sinnvoll und ja, effizient. Die Kapelle, die Wohnung des Kapellmeisters oder des Chorleiters, man sieht da noch so die Reste der Dusche und man sieht die Fundamente dieser kleinen Kapelle, die wir vorher gesehen haben. Und Christian Jabonek wollte unbedingt wissen, ob hier das Barock in einem kraftbündigen Verbund gekommen ist mit dem Mittelalter oder ob der Barock konstruktiv getrennt ist. Und Mungenast war schlau genug, das voneinander zu trennen. Das war auch unser Glück, denn wir haben dann mit dem Bundesdenkmalamt auch vereinbart, dass es eine Stelle gibt beim Eingang, wo man sofort über die ganze Tiefe erkennt, was die Geschichte dieses Klosters ist. Und diese kleine Kapelle, die übrig geblieben ist, eignet sich natürlich perfekt dazu. Der Weg führt hier hinunter und damit beginnt der Ausstellungsweg. Heute sagt man Parcours oder der Ausstellungsweg, an den Fundamenten dieser Kapelle vorbei, hinüber in die erste Ebene mit dem Blick hinüber zu den Klosterzellen. Und hier ist auch eine Differenzierung da, wieder über das Material, was in dem Verhältnis natürlich ein leichtes ist, mit diesen kontrastierenden Bestandselementen zu einer glatten Fläche, was auch das Licht betrifft. Und das spielt bei uns natürlich auch immer eine große Rolle, im Umgang mit Tageslicht, es gibt nichts Schöneres als ein gerichtetes Licht, als ein gestreutes Licht, zueinander in ein Verhältnis zu setzen, damit noch eine Schärfe für die Wahrnehmung zu schaffen und gleichzeitig mit Materialien zu arbeiten, die das Licht absorbieren oder halt eben strahlen. Das ist keine neue Erkenntnis, aber etwas, was wir sehr gerne und oft in unserer Arbeit aufgenommen haben. Ja, der Lichteintrag, der Weg hinaus in diesen Garten. Und das ist jetzt vielleicht neu, das haben wir so noch nicht gezeigt, der Weg hinunter in die zweite Ausstellungsebene. Und man sieht hier die Brücke, die hinüberführt in die Mönchszellen. Man sieht auch genauso die Maßnahmen, wo wir quasi die bestehenden Gewölbereste noch sichern, stabilisieren. Und von da geht der Weg weiter in die zweite Ebene. Wir sehen das noch deutlicher. Wir lassen genauso die Putzspuren stehen, sie stören uns nicht, sie sind Teil der Geschichte. Es ist auch kein Romantizismus, wie man ihn oft in Berlin oder woanders antrifft, wo man mit aller Gewalt also diese Spuren wieder freilegt. Hier sind sie einfach da und das ist für uns total okay. Ja, die Brücke ist ein einfacher, simpler Steg, der sich über die Felsen spannt. Es ist auch relativ schwierig, manchmal dort
einzugreifen in den Boden aus verständlichen und sichtbaren Gründen. Aber wenn man da drüber geht und es ist Herbst und das fängt an zu schwitzen und die Feuchtigkeit, die Kälte glänzt dann auf diesen Oberflächen, das ist schon ein sehr besonderer Moment. Wenn man ausstellt, muss man natürlich auch überlegen, wie schließe ich so etwas? Es gibt natürlich immer wieder diese Öffnungen, da jetzt ein Fenster hineinzubasteln, ist irgendwie ein etwas unkluger Anachronismus. Und daher kann man das auch sehr einfach so machen, indem man vorne einen Rahmen draufsetzt, das Glas hinein. Onkel Everenz ist nicht sehr weit, das wissen wir, aber es ist durchaus eine probate Lösung, so eine Idee anders weiterzuentwickeln. Der Weg führt hinunter über diese Betonplatten durch die ehemaligen Gewölbe. Und da muss man eines sagen, Mungenast hat hier riesige Pfeiler eingebaut. Die hat natürlich einen Sinn, weil sie die Last aufgenommen haben, die oben durch diese Anschüttung eben gegeben war. Die Anschüttung war weg, damit waren auch die Pfeiler aus dem Weg und eigentlich ein Umgang möglich, wie er zuvor nicht war. So wurde es dann für die Landesausstellungen genutzt. So werden wir das auch nutzen für unsere Ausstellung. Das ist relativ simpel mit einem Schlosser ums Eck und funktioniert ganz gut. Ja, also es bleibt, was es ist, was es war. Hier führt der Weg dann hinauf, hinüber zur Bibliothek, zur Krypta. Und in dem Augenblick betritt man natürlich wieder eine ganz andere Welt, die des Barocks. Wir sehen das auch hier an den Graffitis an der Wand, auch hier an den Fresken. Also dass da einmal eine Schwelle ist in einen anderen historischen Bereich. Das Arbeiten mit Beton vor Ort war auch eine gewisse Herausforderung, aber man sieht, man kann auch dann, wenn man wirklich will, solche Sachen miteinander machen. Und es war wirklich großartig, dort vor Ort zu arbeiten. Beneide meinen Partner, der war viel mehr dort als ich. Aber es ist wirklich, zählt zu unseren absoluten Lieblingsbaustellen. Die Träger, von denen ich gesprochen habe, eingehängt in diesen Betonkranz. Den Blick nach außen. Und ja, also das ist der große Horizont, den es dort immer gibt. Und ich glaube, ich sage das nicht zum ersten Mal. Was wir als Architekten nicht so genau verstanden und gewusst haben, ist, dass die Kirche in Kategorien der Ewigkeit denkt. Und das trifft uns als Architekten genauso. Und ich glaube, in diesem Sinne wird uns das Projekt noch einige Jahre, Gott sei Dank, erhalten bleiben. Das wär's, damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Andras Spalfe, für diesen außerordentlich wohlstrukturierten Rundgang durch eure Arbeit, der auch irgendwie das Wesen eurer Arbeit sehr gut erklärt hat und auch das Prinzip, das ihr beim Parlament anwendet. Nachdem so viele Leute da sind, interview nicht ich dich jetzt, sondern falls jemand aus dem Publikum Andras Spalfe eine Frage stellen möchte zu seiner Arbeit, dann melden Sie sich bitte. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen, sonst hört man nichts. So viele da sind, traut sich keiner. Dann sag doch ich, was du sagst, die Kirche denkt in den Kategorien der Ewigkeit, die Republik auch? Nein, die denkt in anderen Kategorien, aber ich glaube, das erzählen wir beim nächsten Vortrag. Okay, 2020. Ja. Ja, es war so wohl strukturiert, dass keine Fragen offen blieben. Dann sage ich dir noch einmal ganz herzlich Danke. Du bist noch länger da und dann kommen die Fragen halt direkt und unmittelbar. Ich darf noch ankündigen, dass nach den Weihnachtsferien am 12. Jänner Martin Kohlbauer über seine Architektur sprechen wird, am 19. Jänner folgt Elsa Prohaska und am 26.01. Dietrich Untertrifall-Architekten. Und im Ringturm ist noch bis 27. Jänner die Ausstellung zum Bauherrnpreis zu sehen, die vorgestern eröffnet wurde. Ja, würde mich freuen, wenn Sie dem Ringturm einen Besuch abstatten und uns natürlich im Jänner wieder besprechen über Architektur. Und ich wünsche noch einen schönen, angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Danke.